Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma für die Switch. Und wir haben den letzten Auftrag erledigt und Sir Bern hier abgeliefert in der Drachenfeste. Was wir jetzt machen, gucken wir uns einfach mal die Quests an, die wir noch übrig haben. Wir haben ja relativ viele. Also wir haben die Foliant der Fairness. Können wir natürlich machen. Die Räuber in Granzis aufspüren oder wir machen mit der Lindwurmjagd mit den Aufträgen weiter. Das heißt, wir müssen hier einen Erkundungstrupp schützen, der irgendwas machen will. Um darüber was zu erfahren, müssten wir natürlich mit Pater Gaffrey im Dom von Gran Soren sprechen. Da könnt ihr natürlich direkt hinreisen, das mal machen. Ich habe den Foliant, der würde diesen Foliant gerne mitnehmen. Dann müssen wir natürlich ermittelt gegen die Räuber. Das machen wir mal. Wir machen erstmal den Foliant. Gucken mal hier, wo wir hin müssen. Auf die Karte gucken, warte. So, die Ruinen von Schloss Ehren, da müssen wir hin. Mal dahin reisen? Nee, ne? Das ist ein Zielkristall, da haben wir hier natürlich nicht. Also müssen wir da einmal hinlaufen, das machen wir jetzt einfach mal. Weil das ist ja auch nicht. Unterwegs erledigen wir noch ein paar Sachen. Und dann müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir in der Stadt sind, mal unsere Ausrüstung verbessern sozusagen. Dann. So. Wir laufen hier. Nur von der Ausdauer weg, ne? Gut. Bin gespannt. Also eigentlich glaube ich, dass dieser Auftrag gar nicht so schwer sein kann. Ein paar Räuber. Ist er? Tatsächlich, guck mal. Bisschen Saft. Goblins of this forest have a taste for human flesh. Wir müssen in diese Richtung. Durch die. Sind sie auch nicht mit allen Anliegen, was wir treffen? Hier längs. Der Haus ist auch dieser Drache, der hier rumläuft. Den müssen wir ein bisschen aus dem Weg gehen. Wir gehen ein bisschen hier links. Wenn nicht alle Gegner jetzt nochmal besiegen müssen, die auf dem Hinweg schon angegriffen haben. Aber wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, ein paar anzugreifen. Okay. Mist. Okay, jetzt hat er ihn erwischt. Komm schon. Hör auf, du feige Sau. Alles mitnehmen, was wir da finden. Fuck. Da kam aber mein Drache her, was ja sehr uncool ist. Sehr uncool. Oh ja. Aber wir haben gespeichert von da oben.
wo wir aufgestanden sind, sonst wäre es jetzt echt ärgerlich. Guck mal. Scheiße. Gut, hier können wir wieder zurücklaufen. Mit. Ist ja auch nicht so wild. War jetzt nur ein kleines Stückchen, das werden wir noch mal kurz zurücklaufen. Nur wenn der Drache nicht mal kommt, der ist ja wirklich ein bisschen doof, dass da gerade ein Drache auftaucht. Ist der noch da oben? Also hier doch hier. Darf hier oben noch? Okay. Und nur dann vorbeischleichen mal wieder, gleich. Ärgerlich, das war ja echt ärgerlich gerade. Kommt da so ein fetter Drache, da haben wir natürlich keine Chance. Der ist natürlich noch viel zu stark für uns. Aber jetzt müssen wir uns echt ganz links halten. Also wir müssen versuchen, keine von den Leuten auf uns aufmerksam zu machen. Hier weiter links, ganz an der Kante. Monsters prowl land and sky alike. Take care, you're not caught unawares. Klappt bisher, wir können vorbeigehen, ohne dass die was von uns wollen. Gehen wir weiter hier rüber, komm mit hierher. Und wir gehen mal hier weiter erstmal. Jetzt ist der Drache schon, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Komm, wir gehen hier links. Kommt hier links, bleib bei mir, bleib bei mir. Hinterher rennen da. Da kommt der Drache da hinten, der hat schon Bock auf uns. Hier links, hier links, hier links. Kann ich mir den Drachen anlegen? Hier links. The water draws some beasts. Stay sharp. So, jetzt geht er weg. Jetzt können wir wieder zurück. Dann können wir einmal da rumrennen. Wir müssen ja leider in die andere Richtung. Und müssen in die andere Richtung eigentlich? Doch, müssen wir, ne? Ja, wir müssen da links. Wir können auch einmal ums Wasser rumlaufen. Ah, ich glaube, wir gehen aber hier längs. So unsicher ist es auch nicht. Ist er? Okay, dann gehen wir vielleicht doch hier längs. Komm, wir gehen einmal um diesen Pool rum hier. Und der uns hier alle abfackelt. Aber kommt schon. Oh, warte mal. Da hinten ist auch noch ein Viech. Denn da jetzt? Take care. Können wir nicht längs, wir müssen einen anderen Weg gehen. Scheiße. Komm da raus, du Spacko. So, versuchen wir da rumzukommen. Ich muss gleich einfach nur laufen. Dann können wir bestimmt vom Drachen wegkommen. Besiegen können wir den ja definitiv nicht. Gehe ich mal von aus jetzt zumindest.
Joa, dann laufen wir halt da ein bisschen rum. Komm, komm, komm. Komm mit, Leute. Raus aus dem Gefahrengebiet. So, hier ist ein kleines Lager, da gehen wir jetzt mal direkt hin. So. Dann bis zum Morgen ruhen. Geht relativ zügig hier. So, wir müssen noch kurz auf die Karte gucken. Genau, dann müssen wir runter, dann müssen wir dahin. Ah, hier ist ein ganz schöner Weg. Machen wir es trotzdem. Wir müssen ein paar. Also, das wäre. Aber man kann leider nicht überall sich hinreisen schnell. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil das Land echt zu groß ist dafür irgendwie. Man kann verschiedene Zielkristalle irgendwo hinsetzen, die Pflanzen, dann kann man da irgendwie hinreisen. Sollten wir bei einigen Sachen mal machen, als wenn ich immer so weit laufen müssen. Oh, hier links. Sind mir zu drastisch drauf. Die Leute wollen immer, also meine Gefährten gehen immer irgendwo rein, ne? Schon mal aufgefallen? Super. Folgt mir, ich habe die Narrenkappe auf. Einzige, der euch helfen kann, der fürchterlichen Gegend herauszukommen. Ich habe keine Energie mehr. I'll come to your rescue as often as it takes. So, oh nein, nicht die Chronik angucken. Nein, ja. Mann. If you're tired, rest. Ja, ja. Nein, so. Boom. So gehen wir mit Leuten wie euch um. Wollen wir noch auf dem richtigen Pfad? Yes. Gut, gut.
Lass mal uns die Karte anschauen. Also man könnte doch jetzt hier eigentlich auch mal so einen Stein hinpacken. Das ist mal so ein bisschen in der Mitte von allen, ne? Da direkt hin können wir nicht. Aber hier gibt es ja einen Kristall zum Beispiel. Da könnte man direkt hinreisen. Können wir überall hinreisen, wo wir eigentlich mal waren? Das weiß ich gar nicht. Wissen wir mal. Ah. Werkzeuge. Die Kristall, okay. Die Reiseschein. Nutzen. Wo können wir denn hin? Ach, guck mal, ein paar Stellen können wir ja hin. Insel Finsteram, okay. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das am besten mal nutzen irgendwann. Aber jetzt gehen wir erst, jetzt laufen wir erstmal dahin. Damit wir überhaupt mal ankommen, ne? Damit wir überhaupt mal ankommen da. So. Na warte, pass auf. An das hier. Weiter geht's. Okay, da runter. In die Richtung. Hab ich, oder bin ich recht? Ja. So. Ja, das dauert immer ganz schön lang hier, auch das, die Reisen und so. Aber es wird nachher natürlich kürzer werden, desto mehr wir an Dings haben, an hier, an Reisepunkten. Dann können wir uns noch einiges sparen, ne? Vielleicht wachsen neue Früchte, das könnte so sein. Aber Goblins werden wir halt die ganze Zeit, sind die ganze Zeit auf dem Weg bei uns. Alle? Da war einer. Ja, wir könnten sie umgehen, die Kämpfe, aber wir brauchen ja auch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen aufsteigen hier. So, ich glaube, wir sind gleich da. Das sieht doch hier verdächtig danach aus. Lass mal ein bisschen rennen kurz. Schnell vorankommen. Dann immer wieder eine Pause machen. Ja, wir müssen gegen Räuber antreten jetzt. Bin mal gespannt. Geh nicht stark. Guck mal. Okay, da sind irgendwelche komischen Viecher. Hier.
Können wir aber auf jeden Fall kalt machen. Fangen wir erstmal mit dem hier an. Darüber. Ja, nicht unbedingt kalt machen. Ich nur zu uns. Nennen uns her. Und fünffach. Hallo. Ich habe fallen gelassen. Damit? So, wir müssen gleich auf jeden Fall einmal speichern hier. Weil wir jetzt ja ziemlich weit gelaufen sind. Das wäre schon ärgerlich, wenn wir jetzt draufgehen und den ganzen Scheiß nochmal auflaufen müssen. Speichern wir einmal. Und gehen jetzt gleich mal rein zu den Räubern. Einer von denen muss das Foliant haben, beziehungsweise der Foliant ist vielleicht da drinne. Warte, gucken. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie rein. Welcher Weg da genau reinführt, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, da hinten über die Brücke. Kann natürlich auch unten rumgehen. Das ist ein Geheimgang eher von hier. Wir gehen erstmal hier längs. Versuchen wir mal. Können wir ja auch durch einen anderen Weg hier reinkommen. Bin vorsichtig. Die sind nervig. So, erster Versuch, diesen Weg hier einzunehmen. Das nicht glückt, gehen wir durch einen anderen Weg. Okay, warte mal. Wir hätten mit denen reden können, als erstes. Okay. Vielleicht ein bisschen Dings nehmen. Ein bisschen Heilmittel. So, gucken wir mal. Mal. Ein bisschen hoch machen. Mann, was hat denn da alles da so bei? Yeah.
Na, wo laufe ich denn hin? Da oben ist einer. Oh, ein fetter Goldbeutel. So, wir werden mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas finden. Damit das so gut war, die alle zu killen. Nein, hier nicht. This looks interesting. Crates may hold art of use. Hm. Die alle killen sollten, ich glaube nicht. Man konnte mit einem sogar noch reden. Hätte man mal erst machen sollen. Naja, zu spät. Wenn wir versuchen, dieses Büchlein zu finden, wenn es hier irgendwo sein sollte. Vielleicht nicht gleich hier am Anfang. So, wir gucken uns den Auftrag nochmal kurz an. Einmal, wo die vorher reist den Aufenthalt nach Grandsay. Okay, wir sind ja noch gar nicht ganz da, dann müssen wir erstmal hin. Diese Richtung sein, ey. Befolgt's, Leute. War da hoch oder da hinten hin? Ist halt auch schwierig zu sehen, ne? Hier reinzoomen? Okay. Wir gehen mal hier hoch erstmal. Probenmeister, das hat er ja auch gesagt. Das machen wir. Banditen kennen keine Ehre. Der fehlgeschlagen. Ja. Eine Räuber hat die Südlande fest im Griff. Ihr müsst sie zersprengen oder das Reisen wird zu gefährlich. Wird die Aufgaben erfüllen? Was haben wir denn da verpasst? Würde seine Rivalen im Westen oder? Okay. Naja, ist dann so. Man kann nicht alle Quests schaffen. Geht uns erstmal darum, einen Foliant zu finden. Und hier irgendwo. Dort drinne. Dort werden wir ihn finden. Den Foliant der Magie. Ah, guck mal hier rein. Eine Inkognito. Gehen wir hier weiter. Folgt mir, Leute. War ich ja nochmal kurz. Ja, sicher. Hier zurücklaufen zu müssen. Also ein bisschen Angst vor. Guck mal. Schwarze Pelerine. Gehen höher. Da oben sein, ne? Weise. Mind your steps, Master. This fort holds many twists and turns. Take care you don't fall, Master. Upward, Master. Nee, das ist doch verkehrt hier. Da geht's noch höher. Okay, warte mal. Aufnehmen. Weg. Wie hätte herkommen? Und weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe mal für euch. War nichts hier, oder? Ist eine Kiste. Okay. Gut. Wer hier drin ist? Ja, klar, tatsächlich. Super, wir haben den. Okay, wir haben den. Gucken wir mal kurz in den Auftrag rein. Geht nach Grandsorin zurück und bringt Stefan. Das machen wir. Das machen wir, das Latte. Nee, das ist voll. Auf! Jetzt. So, bauen wir erstmal den Reisestein. Grandsorin. Und ab dahin.
Cool. Meine Quest abgeschlossen in einem Video, oder? Das ist ja auch selten, dass das passiert. Ah. Let's return to Stefan. There's a port. Sollen wir Stefan finden? Laufen wir wollen hier. Ja. Auf die Karte gucken. Ja, genau, wo wir hin sollen. Jupp, vorne geht's rein und dann, okay. Moin. Salomet was a scholar, the leader of a council of sorcerers. He was a genius. Salomet war ein Gelehrter, er stand einer Versammlung von Magiern vor, er war ein Genie, eine Koryphäe. Bis zu dem Tag, an dem er verrückt wurde, er begab die Früchte der Arbeit der Versammlung der Flammen und verschwand. Nun, Genie und Wahnsinn laufen beieinander, aber genug von ihm. Miriam wurde foliant, er war seine Forschung bei sich trug. Ich muss ihn haben, Herr, auch wenn das heißt, dass ich dafür durch den Schlamm kriechen muss. Ich hab ihn hier. Yes, this is it. Ich hatte ihn. Wears a humble look. But there's an aura of such power about it. My thanks, sir. Truly. In the future, should we meet again? Super. Coole gab's. The Arisen takes up sword and shield to defend the honor of all. Perfekt. Ja, super. Ember. Dragon, Heart and Scar, is it? Does it have aught to do with that drawing? The figure of Hillfigure Knoll? You know it, I. The man drawn upon the hill north of the capital? Uh-huh. He bears a scar across the heart. Or the chest. Ja, jemand auf der Brust? Okay, das ist cool. Haben wir natürlich gleich den Typen gefunden, der unsere Schiefertafel da entschlüsseln konnte. Machen wir aber beim nächsten Mal. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, tschüss.